Sieht so der Oberarm einer Magersüchtigen aus? Ganz ehrlich, wie ist eure Meinung? Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vor kurzem habe ich ein Video veröffentlicht, dass esse ich an einem Tag nur noch eine feste Mahlzeit. Dieses Video hat über 18.000 Aufrufe, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Und dabei über 1.000 Daumen nach oben. Das ist wirklich einmalig. In meiner Laufbahn als YouTuberin. Ich bin ja schon seit 5 Jahren online, aber es gab noch nie ein Video mit dieser Aufrufzahl mit so vielen Daumen nach oben. Die Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, oder die es wirklich nicht so gut mit mir meinen, ja, das sind alles Magersüchtige, die sind auch alle fanatisch genauso wie du. Es war auch für mich sehr interessant, die vielfältigen Kommentare zu lesen. Es hat jetzt auch über 490 Kommentare, dieses Video, bei 18.000 Aufrufen. Und mir hat wirklich sehr gut gefallen, wie respektvoll die meisten mit diesem Thema des Videos umgegangen sind. Neutral bis positiv auch ihre eigenen Erfahrungen geschildert haben. Ich hatte euch ja auch am Ende des Videos gefragt, wie ihr euch ernährt, wie viele Mahlzeiten ihr am Tag esst. Und es war für mich total interessant, faszinierend zu lesen, wie vielfältig das ist, wie viele Ernährungsmöglichkeiten es gibt, ob es ketogen ist oder vegetarisch oder vegan, mit Kochkost, mit Rohkost. Gab auch einige dabei, die auch nur noch eine Mahlzeit essen und sich damit sehr, sehr gut fühlen. Ich verlinke euch übrigens dieses besagte Video, um dem es hier geht, auch oben in der Infobox. Es gab allerdings ganz, ganz wenige oder eigentlich nur einen kritischen Kommentar, an den ich mich erinnern kann. Die hat auch im Laufe des Kommentierens, also ich denke mal, es war eine Frau, die hat auch im Laufe des Kommentierens ihr Profilbild geändert, wie auch ihren Profilnamen. Und sie hat mich ziemlich angegriffen. Also ich bin krank und ist doch verrückt und das ist verantwortungslos. Also sie hat ganz viele Kommentare geschrieben, sie hat wirklich ganz viel Zeit investiert, hat sich auch in Diskussionen eingelassen. Aber ich lasse ja alles stehen, solange es nicht zu beleidigend ist. Ich meine, es ist ihre Meinung, ich bin für Meinungsfreiheit. Aber anhand dieses Kommentares ist auch zu sehen, dass es für manche Menschen nur schwarz und weiß gibt. Das heißt, es gibt nur die Leute, die normal essen und es gibt die Leute, die magersüchtig sind und sterbenskrank sind und sterben können. Dass es dazwischen aber noch ganz, ganz viel gibt, das hat diese Frau, diese Person nicht gesehen. Es gab ganz wenig Einwände. Ja, was ist denn, wenn das Magersüchtige sind oder Mädchen, die so zur Magersucht tendieren? Du hast doch auch Verantwortung mit deinem YouTube-Kanal. Und kannst du das überhaupt verantworten, wenn du dann solche Videos machst? Und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich jetzt mal hier so ein Klartext-Video. Ich gehe natürlich immer davon aus, dass nur Abonnenten meine Videos schauen, die mich jetzt schon auch länger verfolgen. Ich bin ja schon seit über 5 Jahren auf YouTube und habe das ja auch ein bisschen dokumentiert und auch viel schon aus der Vergangenheit erzählt, von Ernährungsumstellung, von Fasten. Und es gibt ganz viele Food Diaries auf meinem Kanal. Aber ich vergesse natürlich dann auch immer wieder, dass Menschen auch auf meinem Kanal kommen, die mich überhaupt nicht kennen. Die sehen dann dieses Video nur noch eine Mahlzeit und denken, ich bin total gestört und fanatisch und magersüchtig. Und denen fehlt einfach meine Vorgeschichte. Und ich kann ja auch nicht in jedem Video immer wieder erst meine Vorgeschichte erzählen. Und deswegen wollte ich mal dieses Klartext-Video machen, in dem ich einfach noch kurz meine Geschichte schildere, wie ich überhaupt dazu hingekommen bin, mich so zu ernähren, wie ich das jetzt tue. Und dieses Video werde ich dann, wenn ich mal wieder über nur eine Mahlzeit am Tag essen oder sowas, was in die Richtung geht, werde ich dann dieses Video hier verlinken und sagt, schaut euch meine Geschichte erst an. Also in dem heutigen Video geht es auch darum, über die Fragestellung, kann jeder nur eine Mahlzeit am Tag essen? Und bevor ich darauf eingehe und noch einige Kommentare aus dem letzten Video vorlese, möchte ich erst euch meine Geschichte schildern. Also meine Ernährungsumstellung hat vor 26 Jahren begonnen. Da war ich 16 Jahre alt. Und habe meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt. 1998, da war ich 22, habe ich meine Ernährung auf vegan umgestellt. Auch aus ethischen Gründen. Und auch die Umstellung auf vegan hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Viele machen ja von heute auf morgen einen Cut und sagen so, jetzt esse ich aus ethischen, gesundheitlichen, ökologischen Gründen vegan. Also bei mir hat es auch wirklich lange gedauert. 98, so im März 98 habe ich begonnen, mich vegan zu ernähren. Für 6 Jahre habe ich ganz streng vegan gelebt. In dieser Zeit habe ich auch die Rohkost für mich entdeckt. Helmut Wandmaker war mein erstes Buch. Willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Habe ich auch einige Experimente gemacht mit Rohkosternährung im Sommer. 2, 3, 4 Monate nur Rohkost gegessen, davor gefastet, einfache Rohkost gegessen. Also ich würde mal sagen, fast so auch die schleimarme Heilkost. So in diese Richtung ging es. Genau, und dann habe ich mich weiter vegan ernährt, dann auch mal
Zwischen meinen beiden Schwangerschaften habe ich mich mal auch wieder mehr von vegetarischen Produkten ernährt, aber auch immer wieder Rohkost dazwischen, auch immer wieder vegane Phasen gehabt. Und im April 2012 bin ich wieder auf Rohkost umgestiegen. Also es ist jetzt 6,5 Jahre her. Also ich habe jetzt 6,5 Jahre Erfahrung mit Rohkost gesammelt. Also ich habe schon ganzheitlich begonnen, auf Fleisch zu verzichten. Dann irgendwann auch auf tierische Produkte. Ich habe ganz langjährige Erfahrung mit der Rohkosternährung und ich habe auch ganz langjährige Erfahrung mit Fasten. Ich habe 1999 das erste Mal gefastet, 4-5 Tage nur mit Wasser. Und daraufhin habe ich jedes Jahr gefastet bis 2004, bis seit meiner ersten Schwangerschaft. Immer so 4-7 Tage nur mit Wasser. Also da auch schon Darmreinigung vollzogen, also mich gereinigt, entgiftet durch dieses Fasten. Und jetzt auch die 6,5 Jahre Rohkost, da hat sich ja auch so viel gewandelt. Wenn ihr da meine ersten Videos schaut, ich weiß noch, eine meiner ersten Videos waren, so die Vielfalt von Rohkost zu zeigen, an Nüssen und Trockenfrüchten und Superfoods und die Pulver und dies und das und eine ganze Palette an Obst und Gemüse. Und heute, nach 6,5 Jahren, esse ich viel einfacher. Ich esse, wenn möglich, regional, saisonal, ich esse viel grün, esse aber auch mal reife, tropische und südliche Früchte. Ich habe mich auch sehr eingeschränkt. Die Vielfalt ist für mich gar nicht mehr so wichtig. Für mich sind auch vor allem nährstoffreiche Nahrungsmittel wichtig. Und ich habe in den letzten 6,5 Jahren wirklich meine Mahlzeiten reduziert. Am Anfang der Rohkost, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, habe ich sicherlich noch 3 Mahlzeiten gegessen. Seit vielen Jahren praktiziere ich auch das intermittierende Fasten. Ich würde mal sagen, 2000 habe ich die Rohkost für mich entdeckt, so 2001. Habe ich das auch in verschiedenen Foren gelesen, dass es den Körper entlastet, wenn man früh nicht so eine dichte Nahrung isst. Und dann habe ich irgendwann so um 9, um 10 Obst gegessen, irgendwann um 11. Es wurde immer später und dann immer meist mit Obst begonnen, also einen leichten Einstieg in den Tag. Und wenn ihr so meine Videos verfolgt, der letzten 5 Jahre, da habe ich das immer mit euch geteilt. Wenn der Darm wirklich gereinigt ist, durch Fasten, Darmreinigung, und wenn du darauf achtest, den Körper regelmäßig zu entgiften und auch die Entgiftungsorgane zu entlasten und zu unterstützen, dann erreicht der Körper irgendwann die Stufe, wo er die Nahrung richtig gut verwerten kann. Und du musst dann nicht mehr 5-mal, 4-mal, 3-mal am Tag essen. Es reicht eine Mahlzeit aus, ohne dass du abnimmst oder abmagerst, weil der Körper das, was du dann isst, diese eine Mahlzeit, einfach sehr gut verwerten kann. Und das dokumentiere ich ja auch hier ein bisschen auf meinem Kanal. Food Diaries und solche Videos eben. Ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag, wo ich einfach auch davon berichte. Ja, und es gibt halt da wirklich auch eine Vielfalt. Es gibt Menschen, die sind mit 5 oder 3 Mahlzeiten glücklich und zufrieden. Und es gibt aber auch Menschen, die essen nur einmal am Tag. Und es muss nicht mal unbedingt Rohkost sein. Das kann auch gekochte Kost sein. Das kann vegane Kochkost, vegetarische Kost sein. Das kann auch eine ketogene Ernährung sein, die vorrangig aus tierischen Produkten oder Fett- und Eiweiß-Lebens-, also Eiweiß- oder fetthaltigen Lebensmitteln besteht oder auch Gemüse. Es ist alles möglich. Und die Kommentare unter dem Video haben mir einfach auch gezeigt, dass es möglich ist, dass es vielfältig ist, dass ich da keine Sondernummer bin. Ne? Es geht vielen Menschen so, nur nicht alle treten so in die Öffentlichkeit, wie ich es tue. Und ich kann mich noch erinnern, als ich 1992 meine Ernährung auf vegetarisch umgestellt habe, habe ich Menschen in meinem Umfeld gehabt, die gesagt haben, das funktioniert nicht, wir brauchen Fleisch, du wirst sterben. Heute, 26 Jahre, stehe ich immer noch frisch und froh und munter vergnügt, kann hier sogar auf YouTube Videos machen und von meinen Erfahrungen berichten und andere inspirieren. Nur weil eine bestimmte Ernährungsweise nicht in den Horizont von manchen Menschen passt, weil sie einfach nicht den Horizont dafür haben, das zu begreifen, heißt es nicht, dass es falsch ist. Ihr seht, ein langjähriger Weg mit Ernährungsumstellung, mit Fasten, mit Darmreinigung. Kommen wir zum Thema Magersucht. Dieses "Ich esse nur noch eine Mahlzeit am Tag" wird ja von einigen mit Magersucht gleichgesetzt. Da gab es hier diesbezüglich auch einen Kommentar, den möchte ich euch vorlesen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Kinder und Jugendliche ihre Sendung nicht adäquat einordnen könnten und sich in ihrer Magersucht oder Ernährungsfehlverhalten bestätigt fühlen? Besonders offen sind junge Menschen für unkonventionelle Wege, da sie sich von ihren Eltern abgrenzen wollen und alles anders oder besser machen möchten. Diese Jugendlichen glauben schnell, was ihnen hier und in ähnlicher Weise schmackhaft gemacht wird, ohne wirklich prüfen und einschätzen zu können, ob das gut für sie und ihre Entwicklung ist. Jeder Erwachsene hat das Recht, das zu essen und zu trinken, was er für sich verantworten will. Anders liegt der Fall bei Kindern und Jugendlichen, die aber auch ihre Videos sehen. Wer mit magersüchtigen Kindern und Jugendlichen zu tun hat, kann verstehen, warum manche Zuschauer wütende Kommentare unter ihre Videos geschrieben haben. Darum schimpfen Sie bitte nicht über diese aufgebrachten Menschen, sondern überlegen, was Sie verändern könnten. Also ich persönlich habe jetzt über keine Kommentare geschimpft. Ich hatte jetzt in diesem Video
nur ein Kommentator rausgegriffen, der mich persönlich angegriffen hat, mir die Zukunft vorausgesagt hat, dass ich sterben werde und dass ich magersüchtig bin. Und ich habe ihm halt Fakten geliefert. Ich habe gesagt, ich wiege mit 3 Mahlzeiten fast genauso viel wie nur mit einer Mahlzeit. Aber das lassen manche nicht gelten. Ja? Die glauben das dann einfach nicht. Ich wollte einfach nur mal den Kommentar rausgreifen, weil er mich so persönlich angegangen ist, ohne mich persönlich zu kennen, ohne wirklich meine Beweggründe zu kennen. Und darauf gab es auch wieder einen Kommentar. Hier wird einfach jemandem der schwarze Peter zugeschoben, weil es so einfacher ist und man nichts hinterfragen muss. Was ist denn die Ursache all dieser jungen Menschen mit Essstörungen? Die Gesellschaft züchtet sich durch falsche Konditionierung alle Krankheiten selbst mit all dem wertlosen und übertriebenen Schönheitswahn. Ein zweiter Aspekt aus psychologischer Sicht, viele Kinder übernehmen eine Opferrolle in dysfunktionalen Familien und das letzte bisschen Restkontrolle über ihren Körper wollen sie selber bestimmen und entwickeln daraus einen Widerstand, der sich in einer Essstörung manifestiert. Ich habe viele Bücher gelesen und Vorträge von Medizinern angehört, auch aus dem englischsprachigen Raum, die sich explizit mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt haben. Viele empfehlen Intervallfasten. Innerhalb 8 Stunden darf gegessen werden. Der Körper hat so genügend Zeit, die Nahrung richtig zu verarbeiten. Die Zellen haben Zeit zu regenerieren und geschädigte Zellen zu reparieren. Ab einer gewissen Uhrzeit werden die Verdauungssäfte eingestellt. Wenn man dann spät abends schwerverdauliche Kost zu sich nimmt, ist der Körper die ganze Nacht mit der Verdauung der Nahrung beschäftigt und nicht mit der Regeneration. Und Rohkost, sprich Obst, Gemüse, Kräuter, sind überwiegend basisch. Dadurch bleibt das Darmmilieu sauber und der Körper entgiftet jeden Tag und regeneriert jeden Tag. In einem basischen Körper können auch keine Parasiten, schlechte Keime und Viren überleben. Also da hat sie noch ein bisschen was dazu geschrieben. Und dann auch noch, dass Essstörungen eben ein gesellschaftliches Problem sind. Die Gruppe der Bulimiker und der Binge-Eater fallen schon mal weg. Die ernähren sich von hochkalorischen, ungesunden Nahrungsmitteln, leben daher nicht von gesunder Rohkost, bleiben noch die Magersüchtigen. Die Psychologie hinter der Magersucht ist ein Boykott eines Elternteils oder ein Widerstand generell zu bestimmten Lebenssituationen. Hier jemand, der Ernährungstipps gibt, die Verantwortung zuzuspielen zu wollen, finde ich absurd. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Rolle einer Psychologin zu übernehmen, was ihr dann auch keine abnehmen würde. Also ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen Magersüchtigen und dem, was ich mache. Ganz klar, ich liebe meinen Körper. Ich finde mich auch nicht zu dünn. Mein Körper ist für mich wie ein Tempel. Den ehre ich, den schätze ich. Und deswegen esse ich auch nur für mich gute Lebensmittel. Deswegen verwende ich zum Beispiel auch überhaupt keine Genussmittel. Weder Nikotin, weder Zigaretten, noch Koffein, noch Alkohol. Und ich glaube, das habe ich noch nie in meinen Videos so thematisiert. Aber mir ist ganz wichtig, einen starken, einen kraftvollen Körper zu haben. Ich mache ja auch regelmäßig Sport- und Kräftigungsübungen. Das funktioniert mit einer Mahlzeit genauso gut wie mit 2 Mahlzeiten. Und ich bin wirklich kraftvoll und fit. Das unterscheidet mich ganz stark von Magersüchtigen. Und die Magersüchtigen, die eine kleine Portion am Tag essen, die achten auch nicht unbedingt auf gesunde Ernährung. Das kann ein Joghurt sein, das kann eine Scheibe Brot sein, ein Keks sein, eine halbe Schokolade, das kann eine Coca-Cola sein. Das würde ich zum Beispiel nicht bevorzugen. Das wäre für mich nur eine Notnahrung, wenn es wirklich nichts anderes gäbe. Also ich achte da wirklich auf gesunde Ernährung, auf Ernährung, für die unser Körper auch ausgelegt ist. Magersüchtige fühlen sich oft zu dick. Selbst wenn sie noch schlank sind und in den Spiegel schauen, fühlen sie sich zu dick. Also die haben wirklich ein psychisches Problem. Ich habe gerne einen kraftvollen Körper. Ich bin auch auf keinen Fall zu mager. Wenn ihr mich persönlich sehen würdet, ihr würdet gar nicht auf die Idee kommen, dass mich Leute oder dass mich Menschen als magersüchtig bezeichnen würden oder als krank. Ich habe einen ganz normalen, kräftigen Körper. Schlank, aber kräftig. Also schlank und trainiert. Ich mache verschiedenen Sport, ich laufe, ich schwimme im Sommer, ich fahre Rad, ich mache verschiedene Kräftigungsübungen und das gelingt mir wirklich auch gut mit dieser einen Mahlzeit. Ich habe jetzt 9 Monate Erfahrung gesammelt, eine Mahlzeit und regelmäßig Sport und es funktioniert. Ich konnte sogar meine Leistung teilweise steigern. Wäre das möglich, wenn ich zu wenig Nahrung mir zuführen würde? Möchte ich wirklich mal eure Meinung wissen. War jetzt eine interessante Erfahrung, ich habe 3 Tage gefastet mit grünen Säften. Am 3. Tag habe ich auch noch 16 Stunden trocken gefastet, also ohne jegliche Flüssigkeit, also über Nacht die Zeit, abends über Nacht und dann morgens bis vormittags. Dann war ich ca. 15 Minuten auf dem Trampolin, also an dem Fastentag, und habe verschiedene Kräftigungsübungen gemacht, 25 Liegestütze, 50 Kniebeugen. Dann habe ich noch was für die unteren Bauchmuskeln gemacht und dann, das ist meine ganz große Herausforderung seit 3 Wochen, haben wir hier in der Wohnung eine Klimmzugstange. Also ich habe das erste Mal, ich muss mich da ziemlich weit hochreichen, ich kann gerade mit den Füßen auf dem Boden stehen, ich bin
keinen Zentimeter hochgekommen. Also die Muskeln dafür waren einfach noch nicht ausgebildet. Das habe ich in den letzten 3 Wochen natürlich fleißig geübt und irgendwann konnte ich mal, nach 1, 2 Wochen konnte ich ganz mühevoll ein. Ich habe mir dann immer noch so einen kleinen Hocker unten hingestellt und mache dann immer so halbe. Und an diesem dritten Fastentag habe ich 10 halbe Klimmzüge gemacht und 8 ganze, also 8 von unten. Zwar nicht hintereinander weg, aber 2 hintereinander weg oder mal eine Pause gemacht. Ich habe so viel Kraft gespürt, obwohl ich am dritten Tag gefastet habe. Wie ist das möglich, wenn ich angeblich mangelernährt und wenn ich unterernährt wäre? Und diese Erfahrung habe ich in den letzten Jahren schon ganz oft gemacht, auch als ich von 3 auf 2 Mahlzeiten umgestiegen bin. Trotzdem kraftvoll, ich konnte meine Leistung weiterhin bringen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich für mich persönlich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt im Sommer war das auch wunderbar. Das habe ich dann über einen längeren Zeitraum getestet. Ich war im Wald laufen, 3 bis 5 Kilometer. Dann sind wir mit dem Fahrrad zum See gefahren. Das waren auch nochmal so 6 Kilometer, 5, 6 Kilometer. Und dann bin ich im See circa 20 Minuten geschwommen und dann rückzu wieder mit dem Fahrrad gefahren. So ein bisschen wie ein Triathlon, natürlich in sehr milder Form, sehr abgewandelter Form, sehr schwacher Form. Und das habe ich ein paar Tage am Stück gemacht. Und am Abend gab es die Mahlzeit. Ja, ich habe den ganzen Tag vielleicht ein paar Schluck Wasser getrunken, weil es ja auch recht heiß war im Sommer. Aber sonst war ich voll in meiner Kraft. Und wenn wir dann vom See wiedergekommen sind, habe ich mir einen grünen Saft gemacht, dann 1, 2 Stunden Zeit gelassen und dann meine Mahlzeit gegessen. Und das hat über Wochen so funktioniert. Mir geht es auch mit diesen Videos darum, so alte Konditionierung aufzubrechen, was uns immer eingeimpft wird. Ihr müsst euch mal überlegen, Tiere, die wissen genau, was die richtige Nahrung für sie ist, vor allem Wildtiere. Nur wir Menschen, wir brauchen Ernährungsexperten. Wir brauchen Experten, die uns sagen, ihr müsst 5-mal am Tag essen oder 3-mal am Tag und ihr müsst das essen und ihr braucht die Vitamine. Ist es wirklich so? Ich denke, wenn man sich ein Stück in die Richtung weiterentwickelt und sich informiert, experimentiert, im Austausch mit Menschen ist, dann kann man auf die geeignete Ernährungsform für sich kommen. Das können 3 Mahlzeiten am Tag sein, 3 leichte, 2 Mahlzeiten. Eine Mahlzeit, so ich das praktiziere. Und ich muss auch dazu sagen, im Gegensatz zu Magersüchtigen genieße ich mein Essen. Ich genieße es zum Beispiel mit Freunden zusammenzusitzen, was zuzubereiten. Und ich genieße diese eine Mahlzeit. Das ist für mich auch Lebensfreude. Und kürzlich habe ich auch ein Video veröffentlicht, da haben wir reife Früchte von Jurassic Fruit getestet. Könnt ihr euch anschauen. Jetzt sitze ich vor einem riesen Tisch mit Früchten mit meinem 13-Jährigen. Und das war eine Wonne. Wir haben über ein paar Tage lang diese Früchte getestet und auch gegessen. Und das ist für mich absoluter Genuss, auch wenn ich im Frühjahr die ersten Wildkräuter zu mir nehme oder wenn ich im Winter meine Sprossen ziehe, mein Grünkraut und kann jeden Tag diese frische Kost ernten. Das ist für mich Genuss, das ist für mich auch Lebensfreude. Nochmal zum Titel dieses Videos. Ist eine Mahlzeit am Tag für jeden Menschen geeignet? Ich habe euch ja meinen Weg aufgezeichnet, also nach Jahren der Umstellung und wenn es für einen wirklich wichtig ist, dann ist es für jeden geeignet, aber nicht einfach so aus einer Allesesser-Ernährung heraus oder aus einer vegetarischen Ernährung mit viel Brot und Nudeln oder auch mit viel Kochkost. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen umsetzbar. Meine Erfahrung ist, es ist möglich, wenn man langsam umstellt, wenn man auf die Reinigung des Darms achtet, dass man irgendwann an den Punkt kommt, nur noch mit einer Mahlzeit auszukommen. Und es ist sogar bewiesen, dass der Körper bei einer Mahlzeit die viel besser verwerten kann und daraus viel mehr Nährstoffe aufnehmen kann, als wenn ich 2, 3, 4 Mal am Tag esse. Es ist also möglich, aber nicht für jeden sofort umsetzbar. Das hat auch überhaupt nichts mit Magersucht zu tun. Das ist ganz wichtig sogar, dass man nicht zu viel abnimmt. Ein schlanker Körper ist in Ordnung, ein schlanker, durchtrainierter, kräftiger Körper. Aber es sollte nicht zu mager werden. Da würde ich mir Sorgen machen, wenn ich noch weiter abnehmen würde. Also ich möchte ja auch meinen weiblichen Körper behalten. Ja, also ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Und ich ehre meinen Körper. Ja, und das machen die Magersüchtigen eben nicht. Und da ist es ja oft auch, wie ich auch aus dem Kommentar vorgelesen habe, oft seelische, psychische Probleme dahinter. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich hier praktiziere. Zum Schluss noch eine kleine persönliche Geschichte aus meinem familiären Umfeld, wo mir auch mal wieder bewusst geworden ist, wie verschieden diese Lebensweisen, diese Ernährungsweisen sein können. Zum Beispiel war ich im Mai mit meinen beiden Jungs bei meinen Eltern im Erzgebirge, haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht. Wir haben uns an einem Tag entschieden, ins Kino zu gehen. Meine Eltern, wie auch meine Mutter, haben ein leichtes Frühstück eingenommen und mittags dann nochmal eine leichte Mittagsmahlzeit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendeine gekochte Kost, Kartoffeln, Gemüse.
Wir wollten uns 13 Uhr einen Film anschauen. Meine Mutter und meine Kinder hatten also um die Mittagszeit schon zwei Mahlzeiten zu sich genommen. Ich hatte noch gar nichts zu mir genommen. 13 Uhr begann der Kinofilm. Kurz vor dem Kinofilm haben sich meine Jungs, also mein Ältester hat sich noch ein Magnum-Eis ausgesucht, mein Jüngster ein Tacos und meine Mutter hatte sich auch ein Magnum-Eis ausgesucht. Also ihr seht, meine Jungs essen auch mal ein Eis im Kino. Da bin ich überhaupt nicht dogmatisch. Ich saß einfach ohne irgendwas da, weil ich hatte einfach noch keinen Hunger verspürt. Ich hatte eine Flasche Wasser mit und habe ab und zu ein paar Schlucke Wasser getrunken. Nach dem Kino waren wir zur Kleinmesse, die war gleich neben dem Kino. Meine Jungs haben beide Zuckerwatte gegessen und einen Crepe. Ich weiß gar nicht, ob mit Apfelmus oder irgendeiner süßen Füllung. Sie hatten also zu dem Zeitpunkt schon fünfmal gegessen. Frühstück, Mittag, Eis bzw. Taco, also drei Mahlzeiten, dann noch eine Zuckerwatte und zum Schluss der Kleinmesse noch ein Crepe. Fünf Mahlzeiten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts gegessen und hatte überhaupt keinen Hunger verspürt. Und dann war es so, dass sich alle drei beklagt haben, dass sie sich voll fühlen, dass alles so süß war und dass sie sich nicht so gut fühlen. Und ich hatte in der Zeit nur Wasser zu mir genommen. Wir sind dann nach Hause gefahren, wir waren glaube ich so 16 Uhr zu Hause oder 17 Uhr. Da habe ich ein Grassaftpulvergetränk zu mir genommen und danach, ungefähr eine Stunde später, meine eine Mahlzeit gegessen. Und ich war total zufrieden an diesem Tag. Meine Jungs und meine Mutter fühlten sich an dem Tag nicht so gut. Sie haben dann am Abend nochmal gegessen. Also sie waren den ganzen Tag mit Essen beschäftigt. Und fühlten sich dann auch dementsprechend nicht so gut. War ein bisschen müde, der Bauch war voll und war alles so süß. Und die Zunge fühlte sich so komisch an, gerade nach diesem Crepe und der Zuckerwatte. Und ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, weil ich wusste, wie mein Körper darauf reagieren würde. Also das waren für mich in dem Sinn keine Lebensmittel. Das ist nichts, was ich brauche. Und es hat überhaupt nichts mit ernährungsgestört oder magersüchtig zu tun. Das waren für mich in dem Fall einfach keine Lebensmittel, die ich zu mir nehmen möchte. Also ich ehre meinen Körper. Mein Körper ist für mich wie ein Tempel. Und den ehre ich auch damit, indem ich nur Nahrung zuführe, für die unser Körper auch gemacht ist. Hier noch ein Buchtipp. Dieses Buch habe ich schon in einigen Videos erwähnt. Wir fressen uns zu Tode von Galina Schatalova. Das revolutionäre Konzept einer russischen Ärztin für ein langes Leben bei optimaler Gesundheit. Dieses Buch habe ich mir 2002 gekauft. Zu dieser Zeit habe ich mich vegan ernährt und schon mit Rohkost experimentiert. Und damals habe ich so 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag gegessen. Und damals war für mich natürlich dieses Buch, dieser Titel auch provozierend. Wir fressen uns zu Tode. Ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Konzept dieser Autorin möglich sein soll. Aber ich versuchte auch immer mit einem offenen Geist ranzugehen und mir dieses Konzept anzuschauen und habe dann in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen experimentiert und nach 16 Jahren bin ich bei einer Mahlzeit, zwar nicht bei 400 Kalorien, ich muss ehrlich gestehen, ich achte auch überhaupt nicht auf Kalorien, ich esse nach Körpergefühl, nach Bedarf, aber ich kann das wirklich bestätigen, dass man auch leistungsfähig bei wenig Nahrung sein kann. Jetzt schauen wir nochmal, was hier hinten drauf steht. Der Mensch ist auf ein Lebensalter von 150 Jahren ausgelegt. Die russische Ärztin Galina Schatalova geht davon aus, dass der menschliche Organismus ausschließlich auf pflanzliche Nahrungsmittel eingerichtet ist und zur Erhaltung des Grundstoffwechsels nicht mehr als 250 bis 400 Kalorien täglicher Nahrungszufuhr benötigt. Alles, was wir zu viel essen, belastet den Körper und muss von ihm entsorgt werden, sodass der Mensch seine normale Lebensdauer von 150 Jahren nicht erreicht. Schatalova erläutert die anatomischen und physiologischen Hintergründe ihres Konzepts und berichtet von ihren spektakulären Erfahrungen bei seiner praktischen Erprobung. Also auch ganz viele interessante Beispiele, wie sie mit Menschen zum Beispiel 70 Kilometer durch die Wüste oder lange Bergtouren gemacht hat mit wirklich wenig Nahrung und sie kam am Ende immer sehr erfrischt und frohen Mutes an. Also ein sehr interessantes Buch kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Galina Schatalova, wir fressen uns zu Tode. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich bin wieder sehr an euren Kommentaren, an euren Erfahrungsberichten, an euren Gedanken zu diesem Thema interessiert. Das ist immer wirklich sehr, sehr anregend und sehr, sehr inspirierend. Und bitte bleibt friedlich mit eurer Meinungsäußerung. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald.